Hallo, mein Name ist Marcel, mache hier am Gran Turismo weiter. Los geht's. Das Kaffee haben wir hier. Letztes Mal Missionen, bin ich mir sicher. Läuft, okay, läuft. Dann gehen wir doch da hierher. Mal schwingen. Da hier ist einer zum Freischalten. Da zwei Autos zum Freischalten. Was? Aufgrund eines Rennreglements verstößt, das können Sie an diesem Rennen nicht teilnehmen. Ändern Sie bitte folgende Einstellung, um Ihre anzupassen. Dann die Abbahn. Was? Bitte setzen Sie Ihr aktuelles Fahrzeug durch aus dem angegebenen Land. Okay. Von Japan, habe ich überhaupt nichts? Ja, aha, das ist ja alles Japan. Auto, ah, da steht etwas von Kilowatt. Der wäre leichter, ich meine auch der da. Los geht's, gehen wir rennen. Schön, können wir schnell überholen oder auf. Boah, das kriegt da. Wir checken da. Aber die Zeit da mit dem Kreuzli. Nein! Gib Gas! Ey, nicht drängeln, du Kaib da! Zum Rutschen bringen da! Zack da! Dann gib ihm! Pü! Ui, drei Runden, nehmen wir es noch ein bisschen führen kann. Drittplatzierter vorne. Oh, das ist auch schwierig. Und dann noch ein Vollgas kriegen. Da bin ich halt nichts drauf. Ganz schlecht. Oder fast nichts. Oh, komm, der Pack ist noch um. Ja, mal mit dir durch, Alter. Uhuhuhuhum. Drück den Charakter. Komm, das muss noch länger.
Nein, jetzt bremst der Rappen schade. Nein, so gemein. Stammplatz auf dem Podium, auf Fairhalten. Bonus V-Face fahren. Gibt 6300 Kreuz. Es sind 6,7 Kilometer, was man gibt. Zweit im Besitz. Jetzt noch ein Punkt, 65 Punkte. Dann haben wir Stufe 4 im Recht. Ah, jetzt haben wir jetzt Stufe 4 auf dem Club Sportbereich des Tuning Shop. Okay. Dann gut. Jetzt sollte fast ein bisschen tunen, noch einmal. Dann gehen wir halt weiter, denke ich. Zu wenig Leistung für das Auto leider. Gehen wir zurück, das nächste Auto holen. Was ist das hier für eine Voraussetzung? Japan. Ja. Das Auto ein mehr PS hat. Ja, ich glaube, ich zahle fast nicht. Schon für das Kilowatt. Ich glaube, der da ist am besten, wirklich fast. Der Honda. Kann ich sein, dass ich erst 10 Leistung habe. Mal schauen. Das Rennen, wir fahren jetzt hier, es hat viel Grad. Die Kurven, mal schauen, wie gut wir die nehmen können. Hier nicht schwanken, weg. Ja, schön, können wir hier überholen. Vollgas, lass mal rausbringen von dem Auto. Jetzt fast seine Leistung. Ah, nein, dieser Zieher. Ah, schade. Jetzt ist mit der Riese am Schluss. Wow, das ist wohl dunkel denn. Langsam mal ein bisschen auf zu denen. So, jetzt kommt der Gerät wieder. Vollgas durchziehen am Kai. Am Rücktag liegen, komm, ich überhaupt nicht. Es wird aber auch wieder der Enge. Was? Der mal mit. Kann mal mitziehen, drücke Vollgas, was ich kann. Rauf dorthin und. Jetzt einen überhaupt endlich. Ich habe keine Chance auf dem Gradium. Das ist eine Leistung gegen die anderen, sie kommen leider auf. Ah.
Nein, ich zieh ihn wieder raus. Komm, gib ihm. Boah, jetzt sogar mit dem Viertel. Boah. Zum Glück kann ich vielleicht noch das Ziel retten. Vielleicht noch. Oh, ich will ein bisschen abschenken, ein bisschen hinterher schauen. Aber jetzt hole ich sie wieder auf. Und können retten. Jawohl, sie können retten. Erster Platz. Das ist der hier jetzt einmal. Die Feierung ist nicht geklappt. Hat. Und da. Sieg, die 7000. Zu Kreuz. 9,1 Kilometer, die wir gefahren sind. Und der Honda auch mal zeigen. Ich verlasse das Ding. Geh zurück. Mehr zurück. Probier den hier noch eins. Mal schauen, mal, der hat ein bisschen mehr PS. Ob der jetzt besser ist für den Sieg. Hier mal. Nein, tut zu. Schade. Ei, schade. Ui, es tut nicht. Komm, da, die tollen wir noch. Die erste Zeit ist schon wieder ab, wie die Einverrückt. Nein, schade, das hört mir gerade am Schluss noch raus. Ganz fein. Oh, komm, 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 fahr. Gib ihm. Nicht, der hau ich noch. Braucht nicht. Oh, oh, oh. Ey, da geht der Engel durch die Hebe, da. Ich
noch ein bisschen abgehängt wieder ein bisschen. Nicht wirklich falsch gefahren oder irgendwie. Aber es könnte mein Sieg sein und Ziel. Sieg. Dann ist es hier auch noch gut. Kalt. Gibt 7000 Kreuz. Gibt 6,7 Kilometer machen. Da haben wir schon ein bisschen. Das ist auch gut. Flammert das Menü. Dann gehen wir zurück zum Kaffee. Dann gehen wir die Autos zeigen, die wir hier haben. Dann die Eingrammsammlung, japanischer FF Sportwagen. Abgeschlossen. Der Luca, hey, Glückwunsch, Sie haben alle drei Autos, damit Ihre japanische FF Sportwagen-Sammlung komplett. Genau, sobald Sie die Belohnung haben, kann ich eine Geschichte darüber. Okay. Gibt es jetzt das Ticket? Okay, Sportwagen. Menübuch Nummer 5. Hey, FF-Sportwagen besitzen Frontantrieb hier sowie Lenkrad, als auch Kraftübertragung über die Vorderräder. Mhm. Dabei über die Vorderräder gehen, braucht es für eine saubere Kurve eine knifflige Beschleunigungsarbeit. Okay. Auf der anderen Seite nutzt der FF-Autos nun besser als jene mit Tankantrieb und benötigen viel weniger Daily. Okay. Er wird das FF-Design in verschiedenen Autos, meistens kleiner Modelle, weltweit eingesetzt. Okay. Viele Sportwagen nutzen das FF-Design natürlich auch für besonders die in Japan hergestellten Autos. Honda hat viele FF-Sportmodelle mit Saugmotoren produziert, anfangs mit dem Kiwi RS aus dem Jahr 1972. Zu dem zählt der DC2 Integra Typ R aus dem 1990er Jahr und der EK9 Kitika Typ R, der bis heute sehr beliebt ist. Okay. Der Suzuki Swift Sport ist ein weiterer F-Sport aus Japan. Er wurde das Basisauto für internationale Rallyes genutzt. Habe ich auch schon gesagt, glaube ich. Ja. Habe ich besser gesehen, einen Oldtimer tunen. Okay, Oldtimer tunen. Okay, tun wir. Tunen Sie einen Mini Cooper. Okay. Okay, ich höre, ich habe den Tuning Shop jetzt geöffnet. Ja, Ihr Ziel ist es, ein Auto zu kreieren, das am europäischen Sunday Cup teilnehmen kann. Warum versuchen Sie es nicht mit mir Mini Cooper von auf mindestens 360 LP zu tunen? Okay, probieren wir doch. Sportreifen haben sicher eine große Wirkung, aber auch tun Sie alles, was nötig ist, um die magische 360 zu erreichen. Oh, und nicht vergessen, Sie können nur das Auto tunen, das Sie gerade fahren. Holen Sie jetzt den Mini Cooper in Ihre Garage und gehen Sie zum Tuning Shop, okay? Wenn Sie sich über den Nutzen der Teile nicht sicher sind, fragen Sie einfach Rupert, den Besitzer, er berät Sie gerne. Aber ist doch gut. Ein Oldtimer tunen, den wir doch machen. Ich glaube, da kommen wir auch zuerst. Oh nein, wir falsche Dings. In die Garage zurück. Ich denke, schauen wir, dass der Termin ist. Fahrzeug wechseln. Was steht da für ein Mini Cooper da? Aktuelles Fahrzeug geändert, das ist gut. Ich weiß nicht, kann ich hier schon etwas nehmen?
Kommt beim Tuning Teile, okay. Sonderteile, die Sie als Geschenk erhalten haben, werden hier separat für das Auto abgewartet, okay. Sie haben keine Teile. Ich habe eine Schade. Voll anpasste. Können wir dem kaufen? Voll anpasste Computer. Unverbindliche Preisempfehlung. Okay. Okay. Dann müsste ich mit dem Mini Cooper zuerst in den Tuning Shop direkt. Okay, Robert. Wie sehen haben Sie Ihre Sammelstufe erhöht? Ja, ab sofort kann ich Ihnen Club-Sportteile verkaufen. Cool. Ich habe sogar Motorkraftbegrenzer und Ballast zur Senkung Ihrer LP. Okay. Sie werden nicht sich von Nutzen sein, okay? Jetzt haben wir da Dings. Ich glaube, da tun wir Sportreifen gleich noch kaufen. Gut, jetzt haben wir noch nicht so viel Geld. Also ja, aber die 1 Million ist auch geschenkt gewesen, als zur Spezialedition ja gehabt. Ich denke, wir tun mal Reifen kaufen. Erster Tuning-Schritt, eine Trophäe haben wir erhalten. Okay, wir haben hier den Wert vom Auto gesehen. Ah, der Toyota 336 haben wir jetzt. Dann kommen wir da hier noch. Wir haben jetzt 350. Bremsbeläge mit höherer Haltbarkeit, die dafür haben. Im Strecken nicht das schon. Ich glaube, die kaufen wir auch noch. Die Stufe schwierig. Stoßdämpfer, Sportluftfilter, ich weiß nicht, ob der noch etwas ausmacht. Aber der wird etwas ausmachen, ich glaube, den kaufen wir auch noch gleich. Sportauspuff wird etwas ausmachen, auch ganz wenig. Nehmen wir den auch mal. Gewichtsreduzierstufe, ich glaube, nehmen wir auch. Dann können wir das gleich noch kaufen. Ah, die haben schon, jetzt haben wir schon 377,26 LPS. Dann gehen wir einfach zurück zum Kaffee. Menübuch abgeschlossen, steht oben schon. Ich bin ein bisschen viel zu tun jetzt schon am Anfang. Gute Arbeit, Sie haben sie gemacht. Also vor der Quest war, Tune ist ganz schön knifflig, nicht wahr? Ja, zum Teil schon, aber es lohnt sich. Es gibt Teile, die man unterschiedlich nutzen kann, um die Leistung des Autos zu verbessern. Und es gibt Teile wie Motorkraftbegrenzer und Ballast, die LP ihres Autos tatsächlich verringern sollten. Okay? Viel Spaß beim Entdecken der wilden Welt des Tuning. Ja, danke. Eine Weltstrecke ist jetzt verfügbar. Alsacke, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Sardegna. Italien. Okay, Menübuch Nummer 7. Heimat. Europäische Kompaktsportwagen. Okay. Mal schauen. Nein, ich denke, jetzt starten wir das nächste Mal. Ich denke, wir beenden das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dort noch Like, falls es gefallen hat. Lasst mir ein Abo da. Tschüss zusammen.